Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Präsident des Verwaltungsrats der Flughafen Zürich AG, Herr Andreas Schmid, liebe Regierungskollegin Walker Späh, geschätzte Carmen, geschätzte Medienschaffende. Ich bedanke mich für Ihr Erscheinen zu diesem Point de Presse. Meine Regierungskollegin und ich, der Verwaltungsratspräsident der Flughafen Zürich AG und deren CEO Stefan Wittrich sowie der CEO der Swiss, Dieter Franz, haben heute Nachmittag die Gelegenheit gehabt, dem Bundespräsidenten hier vor Ort am Flughafen Zürich aufzuzeigen, wie sich die Corona-Pandemie ganz unmittelbar auswirkt auf die ganze Reise- und Tourismusbranche, aber auch ganz allgemein auf unsere Volkswirtschaft. Meine Mitreferenten werden dies gleich ausführen. Für den Wirtschaftskanton Zürich ist es von größter Bedeutung, mit dem Bundespräsidenten den direkten, unmittelbaren Austausch pflegen zu können. Und es war und ist uns eine große Ehre, dass Sie, geschätzter Herr Bundespräsident, nach Zürich gereist sind. Wir sind nämlich überzeugt davon, dass wir die Covid-Krise nur dann meistern können, wenn wir gemeinsam pragmatische und praktikable Lösungen finden. Was eine gute, enge Zusammenarbeit bringen kann, haben wir zum Beispiel bereits in der Bildung gesehen. So befinden sich zwar unsere Studentinnen und Studenten immer noch im Fernunterricht, auf meinen Antrag als EDK-Präsidentin hin, sind aber seit vergangenem Sommer immerhin Laborarbeiten und Praktika erlaubt. Und ab Montag gibt es ja nun noch weitere Lockerungen. Zudem konnten wir dank gemeinsamen Anstrengungen die Schulen seit der Wiedereröffnung letzten Mai offen halten. Das ist bei steigenden Fallzahlen nicht selbstverständlich. Aber wir leisten damit einen wichtigen Beitrag für gerechte Bildungschancen, gerade in Zeiten einer Pandemie. Dass dies gelang, ist als Erfolg zu werten. Und ich muss Ihnen sagen, der Druck war riesig und ist immer noch sehr groß. Für Ihre persönliche Unterstützung in dieser Frage, Herr Bundespräsident, danke ich Ihnen. Diese Beispiele zeigen, was wir alles gemeinsam erreichen können, wenn Bund und Kantone eng zusammenarbeiten. Dass wir Lösungen finden können, die im Interesse aller liegen. Ich denke auch an Lösungen, die uns erlauben würden, die Reisequarantäne aufzuheben, indem wir beispielsweise geeignete Ersatzmaßnahmen definieren. Der Zürcher Regierungsrat hat deshalb gegenüber dem Bundespräsidenten den Wunsch geäußert, wieder vermehrt im engen Austausch zu sein. Die Kantone konnten gerade auf dem Gebiet der begleitenden Maßnahmen, der substituierenden Maßnahmen schon viel Erfahrung sammeln. Wir wissen, wie die substituierenden Schutzmaßnahmen wirken und wie sie auch vollzogen werden können. Eine enge Zusammenarbeit auf diesem Gebiet bietet dem Bund also auch Sicherheit auf dem Weg zurück in die Normalität. Wir erhoffen uns dadurch aber auch, den Bedürfnissen der Zürcher Bevölkerung in Bundesbern mehr Gehör zu verschaffen. Durch eine gute, enge Zusammenarbeit kann es uns gelingen, die Bevölkerung zum Durchhalten zu motivieren und sie für beschlossene Massnahmen zu gewinnen. Der Kanton Zürich sieht es als großen Vorteil an, dass wir uns in der kleinräumigen Schweiz kurze Wege gewohnt sind. Zusammen können wir diese Stärke ausspielen und gemeinsam den Weg aus der Krise finden. Wir bedanken uns schon heute bei Ihnen, geschätzter Herr Bundespräsident, für Ihre Unterstützung für den Kanton Zürich. Und nun übergebe ich gerne das Wort weiter an den Präsidenten des Verwaltungsrats der Flughafen Zürich AG, Herrn Andreas Schmid. Besten Dank, Frau Regierungspräsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Medienschaffende, willkommen am Flughafen Zürich, auch wenn es hier derzeit sehr still ist. Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie, Herr Bundespräsident Guy Parmelin, sich heute die Zeit genommen haben, auf Einladen des Zürcher Regierungsrates sich über die aktuelle Situation am Flughafen Zürich zu informieren und über die Auswirkungen auf die Unternehmen, die Mitarbeitenden, aber auch auf die Zürcher und schließlich gesamtschweizerische Wirtschaft und Volkswirtschaft.
Die Schweiz ist von einem gut funktionierenden Luftverkehr abhängig. Rund 50% der wertmäßigen Exporte verlassen die Schweiz per Luftfracht. Oftmals im Bauch einer Passagiermaschine. Rund 35% der ausländischen Gäste kommen jedes Jahr per Flugzeug in die Schweiz. Und in der Schweiz leben viele Personen, die Familienangehörige im Ausland haben oder aber umgekehrt. Und schlussendlich wollen die Menschen wieder reisen, sobald sich die medizinische Lage wieder verbessert und die Auflagen einfach und nachvollziehbar sind. Momentan bewegen sich die Passagierzahlen immer noch auf extrem tiefem Niveau, bei etwa rund 11-15% gegenüber 2019. Es fehlt am Boden und in der Luft an Planungssicherheit, und die sich dauernd ändernden Reise- und Quarantänebestimmungen verunsichern die Passagiere nachhaltig und erlauben so schlicht keine Geschäftsreisen. Im Hinblick auf den nahenden Sommer müssen wir jetzt Wege finden, wie wir zurück zur Reisefreiheit kommen können. Selbstredend unter Berücksichtigung der Entwicklung der Pandemie. Dank den Impfungen sehen wir dieser Entwicklung positiv entgegen. Reisen muss wieder planbar, Reisen muss wieder möglich werden. Die sich ständig verändernden Reisebestimmungen verunsichern Passagiere nachhaltig, sei es Ferienreise, sei es Geschäftsreisende, erschweren eine seriöse Planung für die vom Flugverkehr abhängigen Unternehmen und wirken sich negativ auf die Wirtschaft, auf die betroffenen Unternehmen und damit auf die Volkswirtschaft in Zürich und in der Schweiz aus. Besten Dank, ich übergebe gerne jetzt das Wort Frau Regierungsrätin Carmen Walter-Späh. Vielen Dank, geschätzter Herr Bundespräsident, lieber Guy, geschätzte Frau Regierungspräsidentin, liebe Silvia, geschätzter Herr Verwaltungsratspräsident, lieber Andreas, geschätzte Medienschaffende und Gäste. Ich habe mich natürlich auch sehr gefreut, dass wir den Bundespräsidenten und Wirtschaftsminister für einen Austausch hier am Flughafen Zürich begrüßen durften. Der Flughafen Zürich ist eine Schlüsselinfrastruktur für die ganze Schweiz. Der Flughafen Zürich ist unser Tor zur Welt. Oder etwas bildlicher ausgedrückt, meine Damen und Herren, unser Landesflughafen ist der Suezkanal der Schweiz. Wenn der Suezkanal blockiert ist, dann stockt der Welthandel. Wenn unser Landesflughafen stillsteht, dann stockt der internationale Handel, dann stockt der Tourismus, dann stockt unser Wirtschaftsstandort Schweiz. Viele Tourismusregionen, allen voran gewisse Bergkantone, konnten den Ausbruch von Corona, die Krise seit dem Ausbruch mit einheimischer Kundschaft, teilweise wettmachen. Der Städte- und Geschäftstourismus leidet wegen der internationalen Reisebeschränkungen aber nach wie vor sehr stark. Und er konnte weder von einem goldigen Sommer noch von offenen Skipisten profitieren. Mittel- und langfristig werden aber auch andere Tourismusregionen in der Schweiz ohne internationale Gäste nicht mehr auskommen. So haben erste Bergkantone bereits Bilanz gezogen und sie betonen, dass auch ihnen die internationalen Gäste fehlen. Dass wir hier im Kanton Zürich und ich als Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin nicht auf Vorrat jammere, das zeigen die massiven wirtschaftlichen Einbrüche in denjenigen Branchen, die am direktesten vom internationalen Reiseverkehr abhängig sind. Für die Hotellerie, die Gastronomie und die Verkehrsbranche war das vergangene Jahr
ein Jahr zum Vergessen. Die Wirtschaftseinbrüche in Zürich liegen weit über dem Schweizer Schnitt. Sie können das an dieser Präsentation sehr eindrücklich sehen. Und das ist die direkte Folge davon, dass der internationale Flugverkehr seit über einem Jahr fast stillsteht. Mit einer Wertschöpfung von 2,34 Milliarden Franken ist die Tourismusbranche ein wichtiger Pfeiler der Zürcher Wirtschaft. Und mit 6,5 Millionen Logiernächten ist unser Kanton die größte Tourismusregion der Schweiz. Als Destination für den internationalen Städte- und Geschäftstourismus ist Zürich im Schweizer Vergleich daher sehr stark von der Krise betroffen. 71% aller Gäste kommen normalerweise aus dem Ausland, vor allem aus Übersee, Europa, Asien und von arabischen Ländern. Und diese Gäste, meine Damen und Herren, die fehlen. Obwohl der Städte- und Geschäftstourismus für die Schweizer Volkswirtschaft von grosser Bedeutung ist, wird er leider aus meiner Sicht von der Politik noch zu wenig beachtet. Wir reden viel mehr über die schönen Berge, die sind ja schön, das will ich gar nicht in Frage stellen, über das tolle Skifahren, auch da, das will ich nicht in Frage stellen, über die Wanderferien, über unseren Südkanton, der ein bisschen Mittelmeergefühl den Schweizerinnen und Schweizern vermittelt. Der Finanzdirektor und ich haben deshalb beim Bundespräsidenten ihn gebeten, dass der Kanton Zürich im Mai zum Tourismusgipfel auch eine Vertretung von Zürich Tourismus schicken kann, um eben diese Anliegen des Städtetourismus auch zu vertreten. Gleichzeitig ist es mir ein Anliegen, dass die Tourismusregion Zürich nach der Krise nicht wieder in Vergessenheit gerät. Ich habe mich deshalb sehr gefreut über eine kürzlich im Kantonsrat eingereichte parlamentarische Initiative von GLP, FDP und SVP und damit eigentlich in einer Mehrheit. Die verlangt nämlich, dass das Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz geändert wird mit dem Ziel, dass die Läden in Tourismusgebieten auch sonntags geöffnet sein dürfen. Das Arbeitsgesetz des Bundes sieht ja bereits vor, dass Geschäfte an Orten mit vielen Reisenden ihre Öffnungszeiten ausweiten und Arbeitnehmende auch sonntags beschäftigen dürfen. Also, was in den Bergen seit vielen, vielen Jahren, weil sie eben als Tourismusregionen gelten, funktioniert, das sollte doch eigentlich auch im Tourismuskanton Zürich möglich sein. Und entsprechend werde ich mich auch dafür einsetzen beim Bund, dass Zürich vom Bund als Tourismusregion anerkannt wird und eben auch davon profitieren kann. Ich glaube, wir brauchen attraktive, nachhaltige, zeitgemäße Rahmenbedingungen für den künftigen Städte- und Geschäftstourismus. Geschätzte Damen und Herren, lieber Herr Bundespräsident, wenn wir es eben nicht schaffen, dass der internationale Reiseverkehr bald wieder funktioniert, wird sich das unvermeidlich auf unsere Arbeitsplätze und nicht nur im Kanton Zürich auswirken. Und bis jetzt konnten wir dank Kurzarbeit sehr viele Arbeitsplätze erhalten, aber in der Flughafenregion Zürich sind nach über einem Jahr Pandemie immer noch 14%. Und das ist jeder siebte Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Und das sind fast doppelt so viele Arbeitnehmende, als sie im restlichen Kanton sind. Und ich denke, diese Menschen brauchen eine Perspektive. Ich habe deshalb bei unserem Treffen dem Bundespräsidenten und Wirtschaftsminister meine Anliegen deponiert. Ich habe es erwähnt, der Bund soll Zürich als Tourismusregion anerkennen, damit wir als größte Tourismusregion der Schweiz von den attraktiven Rahmenbedingungen im eidgenössischen Arbeitsgesetz profitieren können. Ich habe dem Bundespräsidenten auch gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass man die Homeoffice-Regelung im Sinn einer gesetzlichen Vorgabe wieder
zurücknimmt in eine Empfehlung. Man kann sie auch in eine dringliche Empfehlung umwandeln. Und das Allerdringendste, unser Suezkanal oder unser Tor zur Welt muss wieder geöffnet werden. Der internationale Tourismus muss wieder in Gang kommen. Die Airlines und der Flughafen brauchen Planbarkeit. Es braucht nachvollziehbare und handhabbare Regeln für sicheres Reisen. Und damit gebe ich das Wort noch einmal gerne zurück an dir, Andreas Schmid, an den VRP des Flughafens. Besten Dank, Frau Regierungsrätin. Ich möchte Herrn Bundespräsident ein Papier übergeben, und zwar ein Papier, wo die Kernforderungen oder vor die Kernanliegen der gesamten Branche, aber auch, den ich das sagen darf, der Zürcher Regierung hier beinhaltet. Diese Kernforderungen wurden in Zusammenarbeit mit sämtlichen Sozialpartnern und Wirtschaftsverbänden erstellt. Geschätzte Damen und Herren, die Regierungsrätin Carmen Walker-Späh hat es eindrücklich geschildert, die wirtschaftlichen Herausforderungen sind nach über einem Jahr Pandemie enorm und sie werden sich weiter akzentuieren. Die strategische Bedeutung des Luftverkehrs ist groß. Dies zeigen auch die finanziellen Verpflichtungskredite des Bundesrats für die Fluggesellschaften und für einige flugnahen Betriebe. Wichtig ist, dass die Unternehmen die Kredite schnell möglich zurückzahlen und wieder aus eigener Kraft wirtschaften können. Ich erinnere, das war immer einer unserer Vorgaben, dass der Flughafen Zürich eben aus eigener Kraft sich auch in dieser schwierigen Situation über Wasser halten kann. Deshalb müssen wir nun die Wiedererlangung der Reisefreiheit, der Reisemöglichkeit eine hohe Priorität einräumen. Wir brauchen rasch Planungssicherheit, damit Flugreisen wieder möglich werden, selbstverständlich unter Minimierung der Gesundheitsrisiken. Es braucht nun ein klares Konzept und einen gemeinsamen Effort des Bundes und der Branche. Die Branche, vertreten aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden und Unternehmen, haben letzte Woche gemeinsam 3 Kernforderungen formuliert, um die Rückkehr zur Reisefreiheit zu ermöglichen. Diese 3 Maßnahmen konnten wir heute Bundespräsident Guy Parmelin vorstellen, und ich möchte Ihnen, Herr Bundespräsident, hiermit dieses Dokument nochmals offiziell übergeben, mit der Bitte, diese Maßnahmen nach Bern zu tragen und sich dafür einzusetzen. Dafür möchte ich Ihnen bereits jetzt sehr herzlich danken. Und dieses Meeting erinnert. Das ist ein Modell der Swiss. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Ja, danke vielmals. Ja. Danke auch. Ich komme noch schließend auf die folgenden Maßnahmen, die 3, die ich eben erwähnt habe. Erstens, es ist der risikobasierte Ansatz. Keine Reisebeschränkungen zwischen Ländern mit ähnlichem Ansteckungsrisiko. Sicherheit soll über eine breit angelegte Test- und Tracing-Strategie erreicht werden. Zweitens, Impfen und Testen. Wer nachweislich geimpft,
genesen oder negativ auf Covid-19 getestet ist, soll frei aus- und einreisen und sich in der Schweiz bewegen können. Für den Nachweis, dass keine Covid-19-Infektion vorliegt, ist ein Antigentest ausreichend. Und drittens, digitaler Nachweis. Der Nachweis über die Impfung, die Genesung oder den negativen Test soll standardisiert und digital möglich sein. Geschätzter Herr Bundespräsident, im Namen der gesamten Branche danken wir Ihnen sehr herzlich für Ihre Unterstützung. Merci. Besten Dank für diese Ausführungen. Sie haben es gehört, das Dokument samt gegroundetem Swiss-Flugzeug wurde dem Bundespräsidenten mit den drei Anliegen der Branche übergeben. Und ich darf Ihnen, sehr geehrter Herr Bundespräsident, nun gerne das Wort übergeben. Danke sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin, liebe Silvia, sehr geehrte Frau Regierungsrätin, liebe Carmen, sehr geehrter Herr Verwaltungsrat, Präsident, sehr geehrte Herren Direktoren, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe heute Nachmittag einen sehr lehrreichen und interessanten Rundgang hier am Flughafen Zürich erlebt. Die Herausforderung des Kantons, des Flughafens, aber auch generell für die Wirtschaft in dieser Region und in diesem Kanton sind enorm. Das ist mir und vor allem auch dem Bundesrat sehr wohl bewusst. Ich stelle fest, der Flughafen Zürich ist eine wichtige Visitenkarte der Schweiz für sehr viele Geschäftsreisende und Touristen. Ich habe die beeindruckende Anzahl an Unternehmen und Beschäftigten zur Kenntnis genommen. 280 Firmen bieten 27.000 Menschen Arbeit. Das ist enorm. Die vielen Unternehmen bieten eine breite Palette an Arbeits- und Ausbildungsplätzen mit unterschiedlichsten Ausbildungsprofilen an. Das ist für den Arbeitsmarkt im Kanton überlebenswichtig. Das gibt Jobsperspektiven, auch in diesem schwierigen Umfeld. Und es ist auch sehr wichtig für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Der Bundesrat hat hohen Respekt vor allen Unternehmen und ihren Mitarbeitenden, die in dieser schwierigen Zeit im Rahmen der Möglichkeiten und der erlaubten Tätigkeiten, den Herausforderungen, die Stirn bieten. Ein vorausschauendes Risikomanagement zahlt sich aus. Dazu gehören eine vorsichtige Bilanz-, Liquiditäts- und Eigenmittelpolitik gepaart mit klugem Investitionsverhalten. Als Wirtschafts-, Bildungs- und Forschungsminister lege ich großen Wert auf rasch und gezielt wirkende Abfederungsmaßnahmen. Die Konkursdaten 2020 deuten darauf hin, dass die Abfederungsmaßnahmen trotz der vielen Kritik Wirkung zeigen. Das heißt aber nicht, dass Bundesrat und Verwaltung die Hände nun in den Schoß legen. Der Bundesrat beobachtet weiterhin die Situation, denkt vorausschauend in Szenarien und in Optionen, um weiterhin zeitnah und bedarfsgerecht zu intervenieren. Gesamtschweizerisch wie auch im Kanton Zürich zeigt sich ein ähnliches Bild. In vielen exportorientierten Unternehmen läuft es mittlerweile wieder besser. Noch immer leiden aber von den Pandemie-Maßnahmen direkt und indirekt betroffene Unternehmen unter dem Nachfrageinbruch zum Teil enorm. Branchen und Arbeitsmarkt werden die Auswirkungen des Strukturwandels noch stärker spüren. Da zahlt sich die breit gefächerte Branchenstruktur der Schweizer Wirtschaft aus. In dieser schwierigen Zeit müssen wir mit Offenheit
und konstruktivem Dialog die weiteren Herausforderungen gemeinsam angehen. Der Bundesrat hat gestern kleine Öffnungsschritte angekündigt. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit diesen Schritten eine kleine Verbesserung der Situation erreichen. Wir müssen aber pandemiebedingt vorsichtig bleiben. Mit den weiteren Impfungen sollten wir kleine Erfolge realisieren können. Abschließend möchte ich dem Flughafen als Gastgeber für dieses Treffen zur vierten Auszeichnung als bester Flughafen in der Kategorie europäischer Flughäfen zwischen 25 und 40 Millionen Passagieren gratulieren. Dieser Award wird ja jährlich vom Internationalen Dachverband der Flughafenbetreiber vergeben. Zürich hat in 2020, 2019, 2018 und 2008 erhalten. Das ist eine beachtliche Leistung, denn top zu bleiben ist noch anspruchsvoller als top zu werden. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe dieses bekommen. Wie Sie gesagt haben, Herr Schmidt, ich will das mit mir nach Bern bringen. Danke für das Geschenk, Frau Regierungsrätin. Wir haben noch viel zu tun zusammen, Kantone, Wirtschaft, Sozialpartner, Bund. Nur gemeinsam können wir diese Situation, aus dieser Situation, schwierige Situation gehen. Es braucht viel Arbeit, aber wir sind bereit, der Gesamtbundesrat mit den Kantonen noch besser zu arbeiten. Danke vielmals. Besten Dank. Wir stehen jetzt für Fragen zur Verfügung. Gibt es Fragen Ihrerseits? Das sieht nicht so aus. Ich gehe davon aus, dass Sie spekulieren, dass Sie noch Einzelinterviews führen dürfen. Das ist auch tatsächlich der Fall. Allerdings steht Ihnen der Bundespräsident nur eine beschränkte Zeit zur Verfügung und Covid-19 bedingt draußen. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und wünsche Ihnen noch weiterhin einen schönen Tag.